Na. Kurze Erläuterung des Sanskrit-Wortes Na als Teil des Yoga-Vidya-Sanskrit-Wörterbuchs. Na ist ein ganz einfaches Wort. Na heißt nicht. Na, nicht. Auch im Deutschen ist ja auch Na nicht. Ist interessant, in allen indogermanischen Sprachen gibt es sowas Ähnliches. Es gibt Na, Nein, und manchen Dialekten in Deutsch sagt man auch Na. Oder auch Eltern sagen zu ihren Kindern Na, 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 Na. Oder im Englischen no, auf Französisch no, auf Spanisch ist das auch na, nicht und so weiter. Und im Sanskrit eben auch na, nicht. Und es gibt ja auch diesen berühmten Nirvana-Shataka, die 6 Strophen zur Befreiung, da findest du auch immer wieder na. Na Punya, na Papa, na Mantra, na Tirtha, na Guru, na Shishya. Was letztlich heißt, in Wahrheit, du bist jenseits von Verdienst und Sünde. Na Punya, jenseits von Verdienst. Na Punya, na Papa, jenseits von Sünde. Du bist auch jenseits von Guru und Schüler. Du bist jenseits von Mantra und Tirtha und so weiter. Also, na findest du immer wieder in den indischen Schriften und na heißt nicht. Na kann auch Teil eines Wortes werden oder na wird vor ein Wort geschrieben. Du findest zum Beispiel auch Neti. Und Neti, gut, heißt zum einen Nasenreinigung, aber Neti ist auch im Philosophischen, kommt es von na und iti und heißt nicht dies, na, nicht iti, dies, Neti, also na, iti, Neti, nicht dies, nicht das, was eine Methode der philosophischen Analyse und der Meditation ist. Das sind jetzt nur ein paar Anregungen und Kontext, in dem der Sanskrit-Ausdruck Na gebraucht wird. Das war es auch für heute. Es ist ja nur ein kurzer Eintrag im Yoga-Vidya-Sanskrit-Wörterbuch. Auf www.yoga-vidya.de kannst du natürlich auch längere Vorträge über Philosophie von Yoga und Meditation und Vedanta finden.